Schlussendlich sind es etwa ja, 15 bis 17.000 Kilometer gewesen. Es hat schon Abschnitte gegeben, wo ich mal eine Woche, zwei kaum längere Gespräche hatte mit Leuten. Ja, natürlich ganz viele Erlebnisse auf dieser Reise gehabt, wo wir wahrscheinlich für das ganze Leben bleiben werden. Eineinhalb Jahre war Nicolas mit dem Velo unterwegs. Er ist von Seattle im Norden von Amerika bis ab in den Süden auf Patagonien gefahren. Was er in dieser Zeit alles erlebt hat, erzählt er uns heute per Videocall. Vor dem grossen Abenteuer hatte ich eigentlich ziemlich ein Anführungsschlusszeichen, ein normales Leben gehabt. Also studiert habe ich Wirtschaftsingenieur in Luzern und dann habe ich nachher bei einem Startup in Zürich, das war ein sehr kleines, 10 Leute, also jeder ein bisschen alles machen musste. Habe ich schon immer mal im Kopf gehabt, dass ich mal noch länger will auf eine Reise gehen. Bin ein bisschen inspiriert worden von der Art, so mit dem Velo zu reisen. Gemacht habe ich es vorher noch nie, also auch kaum am Velo fahren gewesen, aber mehr so die Idee, so mit dem Velo unterwegs sein und alles dabei haben. Im August 2022 war es so weit gewesen. Wo ich in Amerika mit dem Flugzeug angekommen bin, war es sehr ein mulmiges Gefühl gewesen. Aber ich habe dann schnell Leute gefunden, die so Sachen auch schon gemacht haben. Wo es dann wirklich losgegangen ist, so am Anfang ist schon, gerade so die ersten zwei Wochen, der Körper muss sich ziemlich daran gewöhnen. Also es ist vorbei und dann schlaft man auch im Zelt und dann isst man wahrscheinlich noch zu wenig und ein bisschen komisch. Also nach den ersten zwei Wochen kommt man dann so ein bisschen in den Rhythmus und der Körper gewöhnt sich erstaunlich schnell daran. Wenn ich gefahren bin, dann sind es vielleicht so zwischen 5 und 8 Stunden gewesen. Ein bisschen unterschiedlich, aber es war dann bei mir so der Fall gewesen, dass ich meistens für eine Woche, zwei oder vielleicht auch mal einen Monat ziemlich jeden Tag unterwegs gewesen bin und dann nachher wieder eine Pause gemacht habe, irgendwo in einer Stadt oder an einem Ort oder an einem Strand, wo es mir sehr gut gefallen hat. Gerade am Anfang hat der Nicolas gelernt, dass ein Minimum an Planung wichtig ist. Vielleicht noch ein bisschen aus der Anfangsnaivität heraus habe ich dort gedacht, ja, da jetzt ein Wanderweg, das sollte ich auch gehen, irgendwie mit dem Velo. Das hat mir einer erzählt, dass nur zu einer bestimmten Tageszeit kann man wirklich dort am Meer entlang mit dem Velo fahren. Bin ich dann schlussendlich gerade noch knapp reingekommen, dort wo das Wasser langsam reingekommen ist. Und dann ist das Wasser immer höher geworden und dann habe ich gemerkt, irgendwann, wo es mir dann bis zu der Hüfte gegangen ist, ja, weiter komme ich dann nicht mehr. Darum musste ich dann so ein bisschen am Hang rauf. 8 Stunden bin ich dann auf diesen Steinen gehockt und habe gewartet, bis das Wasser wieder zurückgeht. Aber auch andere Naturgewalten haben beim Nicolas einen Eindruck hinterlassen. Es war da Hageln und Schnee und dann überlegt man dann nochmal, wo man gerade ist. Und dann denkt man, ja, aber wirklich gefährlich ist es zum Glück nie geworden. Was ist so ein Erlebnis, das dir in Erinnerung bleibt? Ja, natürlich ganz viele Erlebnisse auf dieser Reise gehabt, wo wir wahrscheinlich für das ganze Leben bleiben werden. Die USA fast noch am einzigartigsten gewesen für mich jetzt. Und dort habe ich auch sehr viel bei dieser Community von Warm Showers heisst es, dort habe ich bei vielen Leuten schlafen und so auch sehr verschiedene Situationen kennengelernt. Und landschaftlich ja, so viel gesehen, so viel erlebt. Peru hat sehr schöne Berge, darum hat mir dort auch landschaftlich sehr gut gefallen. Hast du dich manchmal einsam gefühlt? Es hat schon Abschnitte gegeben, wo ich mal eine Woche, zwei kaum längere Gespräche hatte mit Leuten. Aber so wirklich einsam gefühlt habe ich mich jetzt nie. Oder erschreckend wenig. Vielleicht so kurz im Moment mal, aber so länger eigentlich nicht. Dann, wo ich dann Richtung Patagonien gekommen bin, wo ich dort auch im Hinterkopf eben noch das Ziel war, um dort herzukommen, wo ich dort herzukommen ist, das war so schon ein sehr, sehr schöner Moment gewesen. So ein bisschen, also nicht erlösen, Zufriedenheit. Aber schlussendlich sind es etwa ja, 15 bis 17.000 Kilometer gewesen. Weißt du, wie viel Geld du ausgegeben hast? Ich habe es jetzt nicht auf die günstig stark gemacht, aber auch nicht auf die teuerste. Es ist so irgendwie so ein mittelmäßiges. Und darum insgesamt in den 18 Monaten sind es zwischen 20 und 22.000 Franken gewesen. Seit kurzem ist der Nicolas zurück in der Schweiz. Wie das beruflich genau weitergeht, weiss er noch nicht, weil er auf seiner Reise jemanden kennengelernt hat. Sie kommt aus den USA, ich komme aus der Schweiz. Darum ist das jetzt mal so die nächste grosse Challenge, um herauszufinden, wie wir schaffen, zum gleichen Ort können zu leben. Aber es ist noch relativ offen, was konkret als nächstes kommt.